Im Herzen des Landkreises Ludwigslust-Parchim und angrenzend an ein weitflächiges Landschaftsschutzgebiet liegt Wörbelin. In der geschichtsträchtigen Gemeinde mit rund 950 Einwohnern steht regenerative Energie schon seit Jahren hoch im Kurs. Ein idealer Ort also, um im dortigen Dorfgemeinschaftshaus eine neue Schulungsreihe der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern, kurz LEKA, zu starten. Auf der Agenda der Veranstaltung mit 10 Bürgermeistern und Gemeindevertretern von Lübsdorf bis Rastow stand die klimaneutrale Eigenversorgung mit Energie. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, die Bürger und vor allen Dingen die Bürgermeister und Gemeindevertreter zu informieren, was alles möglich ist. Deswegen auch der Titel Unser Dorf, unsere Energie, dass wir da Hilfestellung leisten können, was man alles machen kann. Die LEKA, die mit ihren 11 Mitarbeitern auf 3 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern verteilt ist, wurde 2016 gegründet. Die LEKA berät zur Nutzung erneuerbarer Energien, Energieeinsparungen und Klimaschutz. Neben der etablierten Energieberatung für Unternehmen hat die LEKA MV Anfang des Jahres 2020 ihr Beratungsangebot auf Kommunen ausgeweitet. Die Schulung fand im Rahmen der Kampagne Zukunftsdialog Energiewende statt. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern möchte Akteure, vor allem kommunale Akteure in Mecklenburg-Vorpommern miteinander vernetzen und ihnen es ermöglichen, die Energiewende gemeinsam voranzubringen und voneinander zu lernen. Dieser Austausch fand auch bei der LEKA-Schulung in Wörbelin statt, wo mehrere Akteure aus der Region ihre Best-Practice-Beispiele zur Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene präsentierten. Darunter Viola Tonn, Bürgermeisterin der Gemeinde, sowie ihr Stellvertreter Martin Ebert. Beide berichteten von ihren Erfahrungen und Visionen vom CO2-freien Energiedorf und gaben den Anwesenden wertvolle Tipps. Eine LEKA-Schulung macht Mut. Viele Erfahrungen von anderen Kommunalvertretern werden rübergebracht und das motiviert nochmal wieder. Manchmal denkt man nämlich, man ist ganz allein auf weiter Flur und hat hier eine Vision, die man nicht umsetzen kann, aber man merkt, viele andere haben auch solche Ideen und wissen, wo man Partner findet, das ist ganz wichtig, um dann in die Spur zu gehen. Ebenfalls als Fachmann agierte an diesem Abend Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeinde Kalso in Nordwestmecklenburg und passionierter Landwirt. Das Dorf hat in Sachen erneuerbare Energien echten Vorbildcharakter. Schließlich erhalten die Bewohner Strom und Wärme aus regional erzeugter Bioenergie und profitieren wirtschaftlich davon. Bürgermeister Dietmar Hocke berichtete bei den Schulungen auch von den in seiner Gemeinde vorgenommenen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die auf gemeindeeigener Fläche stehenden Windkraftanlagen. Dazu zählt beispielsweise eine Streuobstwiese. Erstmal denke ich mal, es ist wichtig, dass sich die Kommunen damit auseinandersetzen, dass sich die Gemeindevertretungen damit beschäftigen, weil wir brauchen jetzt einen Stopp der CO2-Ausstöße oder wir müssen halt die erneuerbaren Energien fördern und das ist natürlich gerade in den Dörfern, haben wir die Chance. Wir haben Platz für Solaranlagen, wir haben Platz für Windenergieanlagen. Die Erwartungen der begeisterten Teilnehmer an diesem Abend wurden sogar mehr als erfüllt. In Kleingruppen diskutierten diese gemeinsam mit den Referenten sowie unter fachkundiger Leitung und Beratung der LEKA-Mitarbeiter über Möglichkeiten und Probleme in den eigenen Gemeinden. Ja, sehr viele angeregte, nette Gespräche, sehr viel Erfahrungsaustausch. Und für mich war es auch ganz besonders wichtig, Konfliktbewältigung im Zusammenhang mit der Ansiedlung von erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet. Und das hat mir sehr viel Inspiration wiedergegeben. Also man ist wieder ein bisschen motivierter. Ich bin vom Beruf Förster. Ich liebe die Natur. Ich möchte was bewegen für die Gemeinde. Ich sehe, dass wir im Moment einen falschen Weg gehen. Wir schalten Atomkraftwerke ab. Wir wollen die Braunkohletagewerke abrückbauen. Aber es geht in den Erneuerbaren nicht weiter. Der positiven Resonanz nachzuurteilen, ist der Auftakt der Schulungsreihe rundum gelungen. Die LEKA wird in den kommenden Monaten weitere solche Veranstaltungen in den Landkreisen Mecklenburg-Vorpommern anbieten. Und die Teilnehmer aus Wörbelin, so das einstimmige Fazit des Abends, werden sich in den nächsten Monaten bei weiteren Schulungen der LEKA wieder treffen, um sich auszutauschen.